Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD, dem Durchgang auf Profi. Sodele, wir haben Ashley in ihrer Ritterrüstung abgeholt. Die unkaputtbare Ashley, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. So. Habe ich mich hier um die Hütte schon gekümmert? Nein. Jetzt habe ich eine neue Aufnahmesession gestartet, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was ich alles hier bereits gelootet habe und was nicht. Es sieht aber so aus, als hätte ich bereits eigentlich alles zusammen. Bin ich den Turm raufgeklettert? Bin ich mir gerade nicht sicher, deswegen schaue ich noch einmal ganz kurz. Ah, bin ich nicht. Oh, ey, Leon. Deine armen Kniescheiben, wenn du sie jetzt aufhängst, du stirbst. Oh, für die Königin. Alter, Leon, der kann doch keine Bandscheiben mehr haben. Nachdem er Ashley jetzt aufgefangen hat aus der Höhe, müssen ihm alle Bandscheiben direkt rausgesprungen sein. Der hat da nichts mehr. Da geht nur noch Knochen auf Knochen. Jetzt. Aha, come on. Ah, Alter. Ein bisschen nachladen, so. Auch wenn es jetzt nicht wirklich so dringend war, egal. Ja, genau, stolpert zu uns. Mir doch egal. Ach, come on. So ist richtig. Schön von uns weg. So. Okay. Genau, meiner Erinnerung nach hatte ich eben gar keine Blendgranaten mehr dabei. So. Trotzdem aufpassen. Ich weiß, dass hier noch ein paar Bärenfallen ausliegen. Schade, dass ich Ashley da nicht vorschicken kann. Dass ich nicht sagen kann, ey, lauf mal den Weg da lang. Löse alle Fallen aus, die da liegen. Jetzt, wo sie die Ritterrüstung anhat, kann sie ja eh nicht mehr verletzt werden. Von daher, why not? Jetzt kann sie sozusagen ein kleines bisschen als mein Schild dienen. Ne? Ich beschütze sie in sehr vielen Gelegenheiten. Sie beschützt mich in anderen. In Gelegenheiten, wo ihre Ritterrüstung auf jeden Fall von großem Vorteil ist. Naja. So. Naja, komm. Auch wenn es nicht nötig ist. Aber egal. Jetzt ist sie doppelt von Stahl geschützt. Ein doppelter Eisen-Stahlpanzer. Das wird ihr doch auf jeden Fall zugutekommen. Schaden kann es ja nicht. So. Ah ja, stimmt ja. Ist es nur der eine jetzt, der mich entdeckt hat? Alter. Schlingel. Nachladen. Aha. Hier drin noch etwas. Ja. Geld. Ja, die Tiere sind leider allesamt weg. Sogar der Hund. Die Kühe, die Hühner, alles weg. Deswegen sagte ich, sobald die Nacht hereinbricht, sprich, sobald ihr den Delago-Bosskampf hinter euch gebracht habt, ist das Eierfarmen nicht mehr möglich. Dann könnt ihr keine Hühnereier mehr
Abholen. Du Sau. Alter. Come on. Ja, genau das wollte ich eigentlich verhindern, dass das genutzt wird. Come on. Alter, raus hier. Oh, Schwein gehabt. So, hat sich gerade angeboten. Moment. Apropos anbieten. Ah, wobei, vielleicht hätte ich mir die für den Hüttenkampf aufheben sollen. Aber dafür habe ich Shotgun-Muni bekommen. Ist doch an sich ein guter Tausch. Kann ich nicht klagen. Oh Gott, ich bin dumm. Oh. Okay. Schwein gehabt. Ich habe erst in letzter Sekunde die Bären fallen gesehen und dachte mir, oh Scheiße. Hoffentlich ist nicht direkt hinter dem Fenster eine platziert. Ja, bitte. Ich hörte genau das. Unheilvolles Zischen. Alter, ey. Wirklich, als ob hier eine Mutantenschlange gerade herumschlängelt. Unangenehm. Ja, damit. Schon unheimlich. Obwohl ich das Spiel... Alter. Oh, was? Was, Alter, da oben. Mann. Miese Säue. Das höre ich die ganze Zeit. Wie die vor sich hinstöhnen. Schaff ich's noch? Yes! Aber sowas von. Hat er was gedroppt? Ah ja, hat er. Boom. So. Aha. Hi. Ne, nix da. Oh yes. In letzter Sekunde noch den Tritt geschafft. Das war wirklich knapp. Ah. Erstmal hier die ganzen Fallen beseitigen. Bam. So. Das sind die Bärenfallen. Hier ist noch einer. Oh, oder auch nicht. Den habe ich wohl bereits rausgelockt. Das war wohl der Typ, der mir gerade eben noch da oben entgegenkam. Ich dachte, der würde hier noch rumhängen. Na gut. Ich gehe noch einmal ganz kurz hier hin. Wegen der Kiste, die dort ist. Ah, ich werde einfach niemals müde, diesen Schrank zu messern. Immer wieder schön. Wirklich. Ah, mir ist durchaus bewusst, dass ich auch oben rum hätte gehen können, aber ich messer den Schrank einfach zu gerne. Könnt ihr es mir verübeln? Okay, vielleicht könnt ihr das, aber... Na, ich lasse mir den Spaß trotzdem nicht nehmen. Moment, R1. So. Genau. Ashley, die Luft ist rein. So. Ob sie den Weg findet oder... Ja, jetzt. Gut, gut. Sehr gut, Ashley. Und jetzt, Leon, dein Einsatz. Alter, ey. Du hast schon längst keine Wirbelsäule mehr, Leon. Deine Wirbelsäule besteht nur noch aus Knochenstaub. Hm.
Nice. Ehrlich, ey, Leon, deine Wirbelsäule ist mittlerweile schon so zerschunden, nicht mal der Predator will sie noch als Trophäe haben. Und das will was heißen. Oh, die da nehme ich natürlich auch noch mit. Die Fackel. Schade. Leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen. So, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich jetzt so richtig reinhauen kann. Ich werde auf jeden Fall Heil-Items sehr gut gebrauchen können während dieses Kampfes. Ich werde die TMP und die Shotgun gut nutzen können. Auf jeden Fall wird mein Koffer wieder ordentlich Inventarplätze, freie Inventarplätze dazu gewinnen. Welcome. Got a selection. What are you buying? An sich hat er ja nichts mehr von Interesse für mich wäre. Das Finell, meinetwegen noch. Aber der Rest, der kommt ja noch. Der Rest der Schätze, der liegt ja noch vor uns. Ansonsten, alles andere an Schätzen haben wir immerhin wenigstens komplett abgearbeitet. Halleluja. Dieses Mal schaffe ich es hoffentlich auch mal, alle Schätze einzusammeln. Wie gesagt, ist kein, da ist keine Trophäe mit verbunden. Ich muss das nicht machen für die letzte Trophäe. Aber dennoch, ne, jedes bisschen Kohle zählt. Wir wollen so viel Geld wie nur möglich machen. So. Warum sollte ich hier den Riegel öffnen? Das wäre ja richtig schön doof. Kann ich das wirklich? Ich kann Ashley nicht zurücklassen. Okay. Danke, Spiel, dass du so eine doofe Aktion auch nicht tatsächlich zulässt. Denn ich wollte es wirklich ausprobieren, ob das geht. Ob das Spiel tatsächlich die dumme Aktion zulässt, die verriegelte Tür zu öffnen. Wäre auch echt zu viel des Guten gewesen. Sehr gut. Okay. Zack. Ups. Und zack. So weit, so gut. Okay, erstmal hier verschanzen. Kommt nur. Na, welcher Schrank zerbricht als erstes? Oh, nice. Danke, Louis. Danke. Shit. Ups. Naja, ansonsten machen wir es einfach jetzt so. Ich wollte gucken, ob ich schon was looten kann. Oi. Nice, Louis. Oh oh. Oh, wir haben zwei. Okay, Notfallgranate. Scheiße. Jo, danke. Au. Shit. Whoops.
Ah, blöd. Die Granate habe ich leider zu weit weggeschmissen, sodass sie nicht mehr den gewünschten Effekt hatte. Und an die Parasitenköpfe darf ich ja nicht zu nah ran. Ich dachte, ich könnte trotzdem an ihm vorbei sprinten. Und dann ein bisschen Shotgun-Action walten lassen. Nope. Leider nein. Jetzt heißt es erstmal wieder warten. Ja. Oh, Brandgranate. Cool, danke, Leo. Louis. Nice. Ja, ich merke gerade. Ah, nee, komm. Mann, ey. Ich denke immer so, ja, jetzt gerade schwingt er nicht, da kann ich ja kurz vorbeihuschen. Aber nö, die schwingen scheinbar ständig. Die Schwinger, ey. Meine Fresse. Bei denen darf man ja echt gar kein Risiko eingehen. Gut. Müsste oben nicht noch eine Blendgranate sein? Naja, generell. Besser ist es, glaube ich, einfach an der Treppe zu warten und die Gegner kommen zu lassen. Mach ich doch lieber so. Nein? So. Ne? Einfach an der Treppe warten auf die Gegner und dann gib ihm. Gleich erstmal warten, was hier Louis uns gibt. Na, Louis, was hast du? Zeig mal. Ah, geil. Genau das, was ich brauche.
Ach komm, du Arschloch! Oh oh. Okay. Er hat auch noch eine. Bam! So. Entschuldigung. So. Alter, wie viele Parasitenköpfe da sind. Der Wahnsinn. Gibt's ja gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Wow. Ja, die passt. Nein. Okay. Gerne. Nein. Naja, geht so, weißt du. Soll ich? Komm. Nee, komm, scheiß drauf. Okay. War die richtige Entscheidung. Nein! Scheiße! Oh Gott! Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Holy shit, Alter. Ich brauche eins davon. Oh, habe ich mich erschreckt. Oh shit. Mann, was mache ich denn? Alter, was war denn jetzt passiert? Ich habe gar nicht mal mitgekriegt, was passiert ist. Oh, ja komm, so viele gelbe Kräuter finde ich eh nicht. Drauf geschissen. Oh, jetzt. Jetzt, wo er gerade gesagt hat, das hört ja nie auf, dann hört's auf. Mensch, was ein Timing. So, 71% Trefferquote, insgesamt 81, getötete Gegner 64, insgesamt 226, verlorene Leben 2, insgesamt 4. Passt. Alles klar. Puh, der Cabin Fight, ey. Immer wieder ein Genuss. Ich sag's euch. Na, 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 na. Schnell hoch. Da liegt noch was. Genau. Sehr gut. Ja, damit alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen. Komm schon. Ach, das ist ja easy hier. Zack. Okay. Genau, hier hat Ashley sich ja die ganze Zeit versteckt in dem Schränkchen. Ah, hier ist noch eine Blendgranate. Das ist ja herrlich. Wie viel Gesundheit habe ich? Ah, nicht allzu viel.
Tja, jetzt haben wir ein Problemchen. Ich lade einfach nach, drauf geschissen. Macht mir nur leider natürlich keinen Inventarplatz frei. Hier genauso wenig. Aber trotzdem, nachladen ist schon mal ganz wichtig. Komm. So. Was soll der Geiz? Mehr liegt hier nicht. Damit haben wir so ziemlich alles eingesammelt. Sehr schön. Na also. Ich habe eigentlich genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Der Cabin Fight hat mir ordentlich... 50. Ja. Leider nicht, naja. Egal. Wir können ja auf jeden Fall noch zurückkehren und das Zeug hier holen. Ihr wisst ja, ich möchte auch hier wieder versuchen, beide Wege zu machen, anstatt nur einen. Wegen der Schätze und weil ich es kann. So, außen an der Hütte liegt ja eh nichts mehr. Da ist schon, falls da überhaupt Loot von Gegnern gelegen hat, dann ist der schon längst verschwunden. So, genau, zwei Wege. Was hast du? Welcome. Wahrscheinlich keinen größeren Koffer. What are you buying? Gar nichts. What are you selling? Manno. Is it... Naja. Come back anytime. Haben ja auch noch nicht viel gefunden bisher. So, links. Ich meine, links wären die Kettensägenschwestern. Ja. Genau richtig. Wow. Okay. Ausweg. Boah. Wo kommst du denn her? Sag mal, von wo kommst du denn her? Oh shit. Na toll. Wie in der Sekunde die Musik aufgehört hat, als ich die Animation zum Kopfabtreten eingeleitet habe. Die Animation ist noch nicht mal zu Ende gelaufen. Es war einfach... Ja, sie war durch. Hat das Spiel einfach beschlossen. Alles klar. Nice. Okay. Ja, komm, ey. Gibt hier eh keinen vernünftigen Weg, wie ich das großartig machen kann. Also, egal. Nur die hier, die packe ich mal hier hin. Okay. So, wie gesagt, ich weiß, unnötig, aber trotzdem packe ich sie da rein, weil ich es kann. Vorsichtig, vorsichtig. Hab hier noch die eine oder andere Bärenfalle erwartet. Ah, Mist. So. Ach komm! Nein! Oh.
Ha! Dreckvieh. Okay. So. Oh, für die Frau gut. Gut, gut. So. Ashley. Du bitte hier rein. Und ich einmal hier runter. Lauf, lauf, lauf. Und jetzt direkt hier hin. Hier kann ich, hier kommen die nur aus einer Richtung. Hier kann ich nicht so leicht umzingelt werden. So. Let's go. Ah, Moment. So. So, oh komm. So. Step. Nice. Jawohl. Geil. Läuft. Rubin und Lagerschlüssel. Und lauter Geld. Geld, 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 Geld. Immer mehr Geld. Sehr gut. Sehr schön. War hier noch was? Moment. Erst einmal noch hier runter. Bin ich hier überhaupt gewesen im ersten Durchgang? Bin mir gerade nicht sicher. Aber das sieht aus wie ein Gebiet, das ich hätte verpassen können. Ne, eine Leiter, von der man zuerst denkt, oh, da könnte es weitergehen, aber tatsächlich sind hier unten ein paar Items, aber nicht der Weg, der einen weiterführt. Eine Sackgasse, aber trotzdem immer noch genug Zeug, dass es sich lohnt, da runter zu springen. Nee, nicht umwerfen, ich will runterspringen. Och Mensch, Leon. Mein Gott. Muss doch nicht sein. Tut doch nicht Not jetzt. Ups. So. Und hier nochmal. Nice Pistolenmuni. Hier rein. Naja. Hier landen wir noch im Folterkeller. Aber zuerst laufen wir hier weiter, um den Schatz abzuholen. Blendgranate und ein roter Edelstein. Perfekt. Sonst lag hier nichts, ne? Nö. So, runter in den Folterkeller. Handgranate, nice, nice. Wir kriegen auf jeden Fall gut Zeug zugespielt vom Spiel. Das Spiel spielt uns Items zu. Mensch, wer hätte das gedacht? So. Die Granate kommt auf jeden Fall gleich zum Einsatz.
Oder eine Granate. Damn. Das hat gesetzt. Haha. Alter, wie laufen die denn? Richtig beschissen. So. Oh Mann! Oh! Mann, ey! Die haben ja alle so ein beschissenes Viech drin. Gibt's nicht, ey. So. Jetzt ist Schicht im Schacht. Uffa, da hätte ich ja gleich nochmal eine zweite Granate hinterher schmeißen können. Naja. Pistolenmuni, sehr gut. Apropos, wie sieht jetzt mein Inventar generell aus? Ja, ich habe noch mehr als genug von allem. Ich habe noch schön alles zur Verfügung. Passt doch. Meine Eier brauche ich jetzt auch nach und nach auf. So peu à peu. Ist ja auch in Ordnung, ne? Genau, einfach entriegeln, aber nicht durchgehen. So, denn jetzt gehen wir wieder zurück. Und nehmen uns Tor Nummer 2 vor. Das hier schön aufstellen, Leon. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Du hättest dir jetzt nicht wieder aufstellen müssen, wenn du brav einfach nur runtergesprungen wärst. Ich meine ja nur. Okay. Das. Ah, schon traurig, dass das in nur so wenigen Fackeln auch tatsächlich Schätze verborgen sind. Ich hätte schon erwartet, dass in mehr Fackeln oder Feuerschalen ein Schatz verborgen wäre. Wenn es doch nur Spinelle sind, dann ist ja egal. Hauptsache, da ist etwas drin. Spinelle, Munition, irgendwas. Keine Ahnung. Gibt ja etliche Möglichkeiten. Kohle. Was auch immer auch nur einer dieser Gegenstände in so einer Feuerschale verloren hätte. Ich weiß. Bizarr, aber dennoch. Gut, mit einem Blick auf die Zeit würde ich allerdings tatsächlich sagen, den nächsten Kampf gegen den El Gigante in der Schlucht, den machen wir im nächsten Part. Für heute würde ich erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.